zusammen. Also mein Name ist Thomas Sillaber. Super, dass ich heute sprechen darf. Ich bin schon relativ lang in der IT-Branche, war in verschiedenen Ecken unterwegs, war Netzwerkarchitekt und bin seit 4 Jahren jetzt im Team vom Florian Hippler bei Arista. Und ja, freue mich, dass ich heute ein bisschen was reden darf oder sprechen darf über EVPN und Type-5-Routen. Ja. Und was man mit Type-5-Routen in speziellen Situationen vielleicht machen kann. Genau, bei Fragen immer gern unterbrechen. Ja, wenn irgendwas unklar ist, auch unterbrechen. Ja, so wie es euch passt. Wie gesagt, I love questions. Ja. Bevor wir starten, vielleicht noch kurz den Kontext, über welchen Teil ich halt sprechen will. Also heute geht es ein bisschen über EVPN. Das sehen wir hier und ich denke, das kennen wir eigentlich alle hoffentlich. Ja. In einem Kontext, aber auf hier, dass ich lerne. Also wenn ihr andere Use Cases habt, ja, dann bin ich sehr, sehr offen, dass ich dort auch was lerne natürlich. Ja. Genau. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, also das ist nicht die komplette Liste, das ist jetzt das, was Unicast technisch dort, Root-Typen technisch vorhanden ist. Ja. Multicast gibt es natürlich ganz genauso. Rekursive Lookups in EVPN Fabrics, was heißt das eigentlich? Ja, da kann jetzt also jeder Router da sein, aber das sind die Icons, die ihr jetzt so im Endeffekt habt. Aber was passiert eigentlich in der EVPN Fabric, ja, die wir dort aufgebaut haben? Dort sehen wir die Spines jetzt nicht. Wir haben dort also 3 VTAPs, die sind vielleicht auch redundant. Und wir haben nur ein WLAN dort und eine VOF. Das heißt, wir sind in einem symmetrischen Modus eigentlich dort. Wir haben Routing-Informationen und können dort, sage ich mal, Typ 5 Routen halt eben generieren. Ja. Wir haben dort Anycast Gateways, das heißt, ja, die Default Gateways in dem WLAN 500 sind überall gleich. Und das, was wir dort machen, ist, wir konfigurieren an dem Punkt eine Route, eine statische Route nur und redistributieren die dann in EVPN mit einem Next-Hop, der nicht bei uns lokal ist. Ja. Was passiert dann? Ja. Die Punkt 6 ist in dem Fall da drüben. Ja. Die wird aufgelöst. Also abhängig von der Implementation wird die Route aufgelöst. Wir schauen uns die Routing-Information an. Ja, das ist jetzt ein Beispiel von was Lesbaren für mich auf jeden Fall. Sonst können wir gerne nochmal drüber reden. Aber wir haben dort die statische Route, die auf die Punkt 6 hinten zeigt und die über EVPN und VXLAN im Endeffekt aufgelöst wird, also über die EVPN-Information. Und was wir dort dann sehen ist, diese Adresse ist hinter dem VTB da drüben, ja, mit dem Next-Hop hier. Also es ist aufgelöst, der Router weiß hier, dass eben die Punkt 6 hinter dem WTP ist. Ja. Und so schaut die Route auch aus. Wir sehen ja die /32-Route, also die von ARP eigentlich generiert wird. Das heißt, wir wissen dort an dem Punkt, dass die Punkt 6 nicht bei uns lokal ist, sondern dass die Punkt 6 drüben auf der anderen Seite ist. Ja. Jetzt redistributieren wir diese Route in EVPN. Und schauen auf die Punkt 10, auf die Punkt C oder auf die C hier und schauen uns die gleiche Route an, sehen was komplett anderes, ja. Was vielleicht nicht immer optimal ist. Nämlich, dass diese Route nicht da drüben hin zeigt, an dem Punkt C, sondern eben hier hin zeigt, ja. Ziehen den Traffic an einem Punkt an, wo es vielleicht nicht unbedingt optimal ist, right? Die Frage ist, warum ist das so und können wir das ändern? Im Normalfall ist das überhaupt kein Problem, dass sowas passiert, aber es gibt Situationen, wo man das optimieren will. Ja? Ein Standard-Case, um das nochmal vielleicht einfach zu erklären, ist ein Active-Passive-Netzwerkelement. Das kann vielleicht eine Firewall sein, die dort
in die EVPN Fabric integriert ist und die dort von A nach B umschaltet, also virtuelle IP-Adresse hat. Ja. Und dort konfigurieren wir wiederum an beiden Punkten dort statische Routen, die auf einen Next-Hop da unten zeigen, der ist aber nur auf einer Seite aktiv. Ja. Das Modell, das wir im Normalfall für Typ 5 Routen im Standard verwenden, ja, ist ein Interface-Less-Modell. Das heißt, wir verstecken eigentlich hinter der Typ 5 Route oder wir signalisieren nicht den eigentlichen Next-Hop innerhalb der Typ 5 Route, sondern das, was wir signalisieren, ist, die Route, die ich dort weitersende über EVPN, ist hinter mir als VTAP. Ja. Das ist eine ganz normale Routing-Logik, wo ich auch immer sage, hinter dem Router ist die Adresse. Ja. In dem Fall ist die Adresse aber nicht da. Ja. Das Thema ist also, dass 50%, wenn wir dort eine Lastverteilung haben, und wir sehen es hier, wenn wir auf die anderen Leaves schauen, hätten wir eine Lastverteilung zwischen den beiden Leaves, wo wir eben die statischen Routen eintragen und 50% des Traffics geht irgendwo hin, wo wir es gar nicht haben wollen. Ja. Ist oft aber überhaupt kein Problem. Ja, das akzeptiert man einfach und man lässt es einfach so, wie es ist. Ja, es gibt aber Wege, das zu optimieren. Deswegen gibt es halt eben andere Modelle für Typ 5 Routen innerhalb vom Standard. Soweit klar? Oder? Okay, schauen wir mal weiter. Sonst gerne Fragen. Wie gesagt, also es geht darum, dass man eigentlich im Endeffekt diese Punkt 1, die wir dort eintragen, in dieser statischen Route innerhalb der Fabrik nicht sehen. Ja? Und deswegen ziehen wir den Traffic lokal an beiden Leaf Pairs an. 50% des Traffics geht an die falsche Stelle, weil dort halt eben diese Adresse gar nicht aktiv ist und wird dann wieder weitergeleitet. Ja. Genau. So, können wir das ändern? Ja, können wir ändern. Wir schauen uns dafür das RFC 9136 an. Das hat eben im Endeffekt IP-Präfix-Routen definiert im EVPN-Kontext, unabhängig jetzt von der Data Plane. Und wie man dort die verschiedenen Modelle halt eben handelt. Ja. Das Standardmodell, was eigentlich ja, meistens im Einsatz ist, gehe ich mal stark davon aus, ist halt eben das, das so ein bisschen grün dort einkastelt ist. Ja, und das hat einen essentiellen Unterschied zu den anderen Modellen, dass ein bestimmter Teil innerhalb der Typ 5 Route gar nicht genutzt wird, also dort immer auf 0 steht. Ja. Und das ist halt eben die optionale Gateway-IP-Adresse. Und die Gateway-IP-Adresse zusammengefasst mit anderen, sage ich mal, Punkten innerhalb der Route, kann man zusammenfassen als Overlay-Index. Ja. Und was heißt der Overlay-Index? Overlay-Index heißt nichts anderes, dass man die Typ-5-Route rekursiv über andere Informationen, sage ich mal als Pointer, auflöst. Und diese andere Information ist meistens eine Typ-2-Route, also eine MAC-IP-Information. Da gibt es jetzt verschiedene Use Cases, die man dort verwenden kann, ja, oder die dort im Standard definiert sind. Und das heißt ja nicht, dass ja, das die einzigen Modelle sind, die man dort verwenden kann, sondern das ist halt der Bereich, was man gedacht hat, dass dort Sinn macht. Ja. Und da können wir uns ein paar Teile davon mal genauer anschauen, wenn das soweit Sinn macht. Ja. Genau. Es geht also darum, ist die Gateway-IP-Adresse gesetzt oder ist im generellen Overlay-Index im Einsatz? Ja? Oder nicht? Wenn er nicht im Einsatz ist, dann ist das normale Modell, dass wir am Router oder an dem Router selber immer, sage ich mal, den Verkehr anziehen. Ja? Genau. So. Wie kann so ein Use Case ausschauen, wenn man dort andere Modelle, also sage ich mal im Endeffekt dann dort den Gateway oder den Overlay-Index einsetzt? Und das wäre jetzt in dem Fall die beiden Use Cases, die wir vorher gesehen haben, das ist die 4.1 und 4.2 zusammengefasst. Also eigentlich zusammengefasst ist das eine IP-Adresse, die von A nach B wandern kann. Ja. Und die Route, die wir da drauf setzen, wird getriggert über eine Typ-2-Route. Da kann man wieder ein ganz einfaches Beispiel verwenden. Ja, und das ist im Endeffekt vielleicht das Firewall-Beispiel. Ja, und das sehen wir dort, dass man dort an den beiden Leaf-Pairs, die dort in diesem EVPN-Netzwerk in der Fabrik im Einsatz sind, halt eben ein Firewall-Service vielleicht in beiden Datacenters oder verteilt irgendwo auf der Welt halt eben im Einsatz haben. Wir haben dort in dem Fall ein WLAN oder MacWurf, ja, wo man diese, sage ich mal, virtuelle Adresse dort integrieren. Und was da passieren kann, ist halt eben, dass diese virtuelle IP-Adresse, die dort durch welches Protokoll auch immer, sage ich mal,
abgebildet wird, ja, dass die von hier nach hier eben wandern kann. Ja. Und was passiert in dem Fall? Die MAC-Adresse wird neu gelernt und wir haben ein neues ARP-Entry oder ein neues ND-Entry. Ja. Genau. Wenn man dort die Route dann einträgt vom Modell, ja, dann sehen wir dort eine Änderung in dieser Typ-5-Route. Wir haben in dem Fall, sagen wir, die IP-Adresse, die dahinter jetzt gehostet ist, in der Typ-5-Route drin, wie immer. Ja. Wir haben aber jetzt ein Gateway-IP gesetzt, als IP-Adresse in dem Fall, IPv4 vielleicht, ja, oder IPv6 ganz genauso, die X entspricht. Ja. Das kann die 192, 168, was auch immer sein, also die virtuelle IP-Adresse, die von A nach B wandern kann. Ja. Das heißt, dass man hier im Endeffekt auch kein Layer 3 wie ein Ei setzt. Das heißt, ich habe im Endeffekt keine Möglichkeit, überhaupt die Typ-5-Route ohne eine andere Information weiter zu verwenden, dass ich überhaupt der Traffic hinsende. Ja. Aus dem Grund gibt es einen Pointer oder gibt es eine andere Information und das ist in dem Fall die Typ-2-Route. Und die Typ-2-Route wird eben nur gelernt, wenn ich an dem Switch dort innerhalb des WLANs eine MAC-Adresse lernen und eine ARP-Entry habe. Also das muss dort vorhanden sein und das ist der Trigger dafür. Genau. Das gleiche konfiguriere auf dieser Seite oder wird auch dort generiert, also es wird dort eine statische Route wieder definiert auf diese X-Adresse mit der genau gleichen Information. Der Unterschied ist nur, dass natürlich das auf anderes Leaf-Pair zeigt. Ja. Es sind also beide Informationen immer vorhanden im Netzwerk. Es wird nur getriggert durch die Typ-2-Route, wo jetzt der Traffic hingeht. Ja. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt von dem Use-Case, der dahinter ist, wenn ich jetzt 10.000 Typ-5-Routen habe, da unten, oder 100.000 Typ-5-Routen da unten und da oben habe, ja, da oben und da unten habe, ja, dann kann ich mit einer einzigen Typ-2-Route eine komplette Reconvergence des kompletten Netzwerkes erzeugen. Das ist der Hintergrund ebenfalls davon. Ja. Ich mag nicht alle Typ-5-Routen umprogrammieren oder ändern. Ja. In dem Fall mag ich vielleicht in dem besonderen Konstrukt, ja, einfach durch eine Information, eine Typ-2-Information, hunderttausende Routen halt eben konvergieren auf einen anderen, sage ich mal, Switch, ja, oder anderes VTAP oder anderen PE. Ja. Das ist der Hintergrund ebenfalls von der ganzen Sache. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann ändert sich im Endeffekt dort nicht übermäßig viel. Das Einzige, was wir an allen Punkten sehen, ist eben ja, entweder IP-Information, das kommt von der Implementation an, oder eine MAC-Information, wie dort jetzt zu diesem Punkt hinkommen. Ja. Und es ist im Endeffekt jetzt Bridging. Es ist kein Routing mehr, wo ich das Layer 3 wie ein Ei verwende, das ich vorher verwendet habe, ja, als Clou von der VF. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Das ist einer der Use Cases, die man dort verwenden kann. Ja, da gibt es ein paar Voraussetzungen dann innerhalb des Netzwerkes, dass man das abbildet. Es muss halt Bridging sein, aber es wird schon mal eine Optimierung von dem Traffic generell sein, ja, dass man dort, sage ich mal, gezielt von A nach B Traffic senden kann, ohne dass 50% des Traffics falsch irgendwo rauskommt. Ja. Und wir sehen innerhalb der Fabric jetzt einen Next-Hop, der wirklich existiert, außerhalb des VTAP selber in diesem Modus. Ja. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, kann man sagen, die Typ-5-Route ist jetzt, hat mehr Informationen, sodass man mehrere Typ-5-Routen an einem Punkt senden könnte und dann diese Next-Hops innerhalb der Fabric sieht, was einen bestimmten Vorteil auch geben würde. Ja. Wir sind im Floating IP Use Case. Ja, das ist nämlich genau das gleiche, was wir vorher gesehen haben, wo 50% zum falschen VTAP eben gelaufen ist. Ja. In der, sage ich mal, in dem Konstrukt, wenn man so, sage ich mal, einschalten würde, sehen wir halt, ja, dass dort eben nur eine Route jetzt in dem Fall installiert wird oder aktiv ist und die halt eben nur auf das VTAP A zeigt in dem Fall. Ja, und rekursiv eben über Typ 2 Route auflösbar ist, die wir hier sehen, die ganz genauso angezeigt wird, ja, innerhalb der ganzen, ja, Routing-Geschichte. Passiert dort eine Umschaltung, ja, also die MAC-Adresse wandert von A nach B, ARP wird abgedatet, genau,
Das muss nicht einmal da austimen, sondern es wird dann überschrieben. Sehen wir dort eine Änderung, dass halt eben die Route natürlich auch umgeschrieben wird auf das andere Ziel. Ja. Das wird aber kalkuliert nicht von dem Punkt, sondern es wird getriggert über die Typ-2-Route von einem Punkt, vielleicht bei tausenden Netzwerkelementen. Was ein weiterer Vorteil ist, dass man sagt, okay, ich kann durch wenig Information eigentlich viel verändern, wenn ich will. Ja. Es hat natürlich einen Nachteil, dass man sagt, okay, es ist nicht mehr so statisch, es ist mehr Movement drin bei der ganzen Sache. Ja, und wenn ich drüben eine Information nicht lerne, dann wird die Route nicht installiert werden. Klar. Was passiert, wenn da keine Typ-2-Daten? Dann ist es invalid. Ja. Dann war es das. Genau. Dann kann man es nicht auflösen. Genau, die werden invalide, also die müssen invalidiert werden. Genau. Das kommt auf an, wie die Implementation ist, weil im Endeffekt, wenn man sich BGP anschaut, dann kann ich nur Routen weiter propagieren, die für mich selber auch valide sind. Also muss ich selber auch dort Information haben. Ja. Das heißt, der Trigger, dass überhaupt dort mal irgendwann mal was passiert ist, ist, dass irgendwo was gelernt wird, sonst wird dort nichts propagiert werden, weil die Typ 5 Route für mich selber auch nicht ganz auflösbar ist. Aber es ist ein guter Punkt und ist auch einer der Sachen, dass die Komplexität natürlich erhöht wird. Ja, und wenn wir es komplett statisch haben, wie es vorher war, dass man sagt, okay, ich trage einfach diese statische Route ein, die ist immer da. Ja, da wird kein Movement sein. Ja. Deswegen ist es immer so eine Sache. Bitte? Sorry. Genau. Genau, also die müssen auf beiden eintragen werden, ja, und die sind beide vorhanden. Sie werden aufgelöst, dann im Endeffekt über die Typ-2-Route, wo dann der Pointer dann kommt, aber auf beiden muss man es eintragen. Ja. Nein, in dem Fall nicht, weil die können über die Route, die ist invalid. Genau. Genau. Ganz genau, richtig. Absolut wichtige Frage und absolut richtig, also so kann man es, ja, dann beschreiben wir. Genau, und da ist auch förderlich, wenn man es dann eigentlich so von der Implementation hat, dass eben nicht so ist, ja, dass überhaupt nicht propagiert werden würde, ja, sondern auch wenn es remote vorhanden ist, dass ich die Route propagiere, also die soll im Netzwerk vorhanden sein, weil wenn die Information nicht vorhanden ist, dann kann ich auch nicht schnell umschalten, ja. Und das sind so die Kleinigkeiten, ja. Darf ich auch von unten per DGP? Ja. Automatisch gehen? Genau, ganz genau. Das ist genau der Hintergrund und das sind die eigentlichen Use Cases. So kann man es ganz gut erklären, weil es ist ein einfacher Use Case und der ist auch nicht so spannend. Ja, weil das ist das Firewall-Modell, wo ich sage, okay, das werde ich wahrscheinlich gar nicht optimieren, aber wenn ich darüber nachdenke, da sind ziemlich viele Komponenten, die irgendwo hinpieren, ja, und vielleicht zentral pieren, wo ich nicht an dem Punkt, wo die pieren, Traffic anziehen will, dann ist das Modell die Lösung. Ja. Einer der Lösungen, die wir gleich sehen werden. Ja. Ein Modell ist zum Beispiel das folgende, ja, dass wir sagen, wir haben Anycast Routing im Endeffekt innerhalb der VRF im EVPN. Ja. Und im Normalfall, wenn wir jetzt dort folgendes Konstrukt hätten, dass wir sagen, wir haben am LeafPA drei Netzwerkelemente, würde ich mal sagen, die zu uns peeren mit verschiedenen IP-Adressen als Nexthop, ja, senden aber die gleiche Anycast-IP-Adresse. Ja, und da drüben ist nur einer. In dem Modell, das wir uns ganz am Anfang angeschaut haben, wo wir die Information dieser roten Punkte verlieren, also der Next-Hop, haben wir 50-50 Load Balancing. Ja? Weil das, was wir im Netzwerk sehen, ist nur eine Route. Es kann nur eine Route existieren, weil es gibt gar keinen Unterschied. Es gibt die Route hinter dem LeafPA. Ja? Macht das soweit Sinn? Das ist das Standardmodell im EVPN. Das heißt, ich kann dort nur 50-50 Auslastung halt eben abbilden, über das Modell, wenn ich Interface less dort verwende, wenn ich das ändere und dort, sage ich mal, einen Overlay-Index mit reinbringe, dann habe ich natürlich die Lastverteilung, die ich vielleicht haben will als Use Case. Ja, dass ich sage, okay, wenn dort ein Service unkontrolliert startet, das ist also so eine K8-Sache eigentlich im Endeffekt, und dort vielleicht irgendwas mit Storage macht oder anderen Funktionen, dann kann das hilfreich sein, wenn man sowas hat. Ja. Ist in dem Fall mit Typ 5 Routen abgebildet und generiert mehrere Routen und es gibt auch andere Lösungen dafür, klar. Also es gibt eigentlich UCMP, ja, und das über andere Communities, nur for the record, aber
wie gesagt, man konnte es ganz genauso also machen, wenn das so Sinn macht. Genau. Sehen wir da noch ein bisschen die Zusammenfassung, wie wird es im Endeffekt ausschauen. Wir haben also eine Sichtbarkeit, dass mehrere Routen existieren können, ja, mit verschiedenen Next-Hops von dem gleichen VTAP, um dort eine bessere Lastverteilung hinzukriegen. Genau. Aber andere Use Cases, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, das funktioniert auch nur mit dynamischem Routing, weil das ist im Normalfall, kommt auch ein bisschen auf die Implementation an, bei statischem Routing gar nicht so einfach, ja, weil da gibt es eigentlich einen RIP-Winner, da gibt es nur eine Route, die eigentlich dort in den normalen Implementationen innerhalb von BGP reinkommt. Ja. Wie gesagt, das ist eine dynamische Routing-Geschichte dann. Genau. Welche anderen Use Cases gibt es noch? Und das sind die Use Cases, die mir die letzte Zeit eigentlich hauptsächlich angeschaut habe und warum ich heute gerne über das Thema rede. Da gibt es also einen Use Case, dass man sagt, wir haben einen Route-Server, der uns Präfixe ins Netzwerk injiziert. Ja, das können Kundenpräfixe sein. Das heißt, der Route-Server sendet sehr, sehr viele Präfixe in das Netzwerk rein, die aber auf verschiedene Komponenten innerhalb des Netzwerks zeigen. Also nicht lokal auf irgendeine Komponente, die jetzt da hängt, sondern das ist eine Komponente, die irgendwo ganz anders hängt. Ja. Der Route-Server an sich steuert, wo der Traffic zu bestimmten Services halt eben im Endeffekt kommt. Ja. Was passiert dort? Wir sehen es dort vielleicht ein bisschen. Der Route-Server sendet dort ein Präfix in das Netzwerk rein und sagt, der Next-Hop ist nicht bei mir selber dort bei A, sondern der ist halt dort bei X. Ja. Und das ist wieder der klassische Fall, wenn ich das normale Modell anschaue, ich würde das dann so aufbauen, da sind mehrere Routen im Netzwerk, es würden dann 25, ja, sage ich mal, oder 33,333% wirklich richtig ankommen, der Rest, der kommt irgendwo anders an. Ja. Das heißt ja nicht, dass der verloren ist, aber er kommt dort an und wird umgeroutet und es ist vielleicht einfacher, wenn es direkt geht. Ja. Das ist also einer der Use Cases, der vielleicht ganz interessant ist. Hm. Der andere Use Case ist, dass man dort ein zentralisiertes Peering eigentlich aufsetzt. Ja. Dass man sagt, dort gibt es Komponenten, die auch wieder automatisch starten und das extrem viele Komponenten. Und ich habe zentral vielleicht eine Border-Komponente, ja, die sehr, sehr viele Routen verträgt und sehr, sehr viele Routen speichern kann. Ja. Ich mag aber in meinem Netzwerk nicht unbedingt alle Komponenten jetzt so hoch ausstatten, sondern ich habe zentrale Komponenten oder sage ich mal verteilte Komponenten, die vielleicht nur Layer 2-technisch dort anbunden sind. Ja. Ich brauche an dem Punkt nicht wirklich eine Layer-3-Information. Ja. Ich brauche natürlich eine ARP-Information, die muss ich dort lernen können, mit ARP-Snooping vielleicht oder Sachen, die man halt im Layer 2 dort macht, um die Fabrik zu optimieren. Aber die Komponente und alle anderen Komponenten müssen eine Typ-2-Route nur lernen können, ja, mit der IP-Information, um, sage ich mal, die zentralen Routen, die die Services, in dem Fall auch vielleicht K8 oder andere Komponenten halt eben lernen und zentral an die Komponente weiterleiten, halt eben aufzulösen. Ja, und somit kann ich dort eigentlich ganz coole Sachen machen, sage ich mal, ja, im Endeffekt. Genau. Das ist einer der Modelle. Bei dem Modell haben wir immer gesehen, dass dort der Next-Hop hinter dem PE oder hinter dem NVI oder hinter dem VTAP halt eben signalisiert wird. Es gibt natürlich noch andere Modelle, wo ich auch sage, ihr könnt dort MAC-Adressen verwenden, dass ein Layer-2-Service signalisiert wird. Es gibt im Standard selber, also die Frage ist, ob man sowas implementieren will, ganz genauso eine Möglichkeit, ein ESI dort zu signalisieren und zu sagen, okay, meine Rekursion, also das, der Overlay-Index, um das aufzulösen, ist eigentlich ein ESI. Also ich sage, okay, der Service XY ist immer hinter ESI so und so. Ja. Aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, und das ist dann das, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, dort auf ein Interface-Full-Modell zu schwenken und zu sagen, okay, ich mag zwar keine Endsysteme dort signalisieren als Next-Hop, sondern ich mag eine Entkopplung auch haben von ja, dem Leaf selber zu einer Information, die ich noch weiterleite, um Rekursion zu erlauben. Ja, das heißt,
Ich habe sehr, sehr viele Typ-5-Routen im Endeffekt, die dort an einem bestimmten Punkt leeren, die umschalten, wo ich über eine Typ-2-Route, um das geht es im Endeffekt. Ja. Wenn ich das machen will, dann brauche ich dafür, dass ich eine Typ-2-Route für mich selber generieren kann als PE, brauche ich irgendeine Layer-2-Information, anders wird es nicht gehen. Ja. Weil sonst kann ich keine Typ-2-Route eigentlich generieren. Ja. Der Standard definiert dann sowas in der Richtung wie, oder er definiert ganz gezielt eine Supplementary Bridge Domain, ja, die halt, sage ich mal, komplett dafür nur verwendet wird, dass man dort zu Komponenten über Typ 2 Routen rekursiv auflösen kann. Nur das, was man gehört hat. Genau. Und das war der kurze Ausflug in die Welt der Typ 5 Routen. Ich hoffe, es war interessant und bei Fragen gerne Fragen oder gerne Feedback, vielleicht was zu Compressor. Aber sonst sage ich auf jeden Fall schon mal danke, dass ich was erzählen durfte. Also.